Moin ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich euch ein kleines Update geben zur Sendur-Technik bzw. zu der Speicherlösung. Ich habe ja begonnen mit dem 1200, mit dem Hub 1200, bin dann gewechselt zum Hyper 2000 aus dem Grund, dass die Anlage, die den Strom von meiner Dachphotovoltaikanlage auch über den AC-Stecker laden kann. Das Ganze funktioniert auch hervorragend. Das Laden ist top. Ich kann also mit einem Gesamtvolumen von 1500 Watt kombiniert Solaranlage und Balkonkraftwerk, also sprich die Zellen, die ich an dem Hub 2000 angeschlossen habe, laden. Das funktioniert super. Ich bin sowieso sehr überzeugt von der Technik. Ich glaube, Sendur ist einer von drei, der sowieso mit einem Auslesegerät arbeitet, also sprich in dem Fall mit einem Shelly. Das ist ja jetzt Anker mit ihrem eigenen Auslesegerät. Das ist dann Sendur mit dem Shelly und es gibt noch eine weitere Marke, da komme ich nicht drauf, die arbeiten jetzt auch mit Shelly zusammen. Die haben im Prinzip das gleiche Prinzip wie Sendur. Komme aber nicht auf den Namen von der Marke. Wenn es einer weiß, könnt ihr es unten in die Kommentare reinhauen. Ich meine, das wäre so ein orangenes Label. Komme nicht drauf. Anfänglich, alles hat super geklappt. Laden, Entladen, alles tippitoppi. Lediglich das Umschalten, wenn der Akku voll ist, das alles an produziertem Strom, natürlich bis 600 Watt, noch ins Hausnetz geht, das hat nicht regelmäßig und vernünftig funktioniert. Das hat mich sehr, sehr geärgert. Aber vorgestern kam ein Update raus, da habe ich es aufgespielt und seitdem funktioniert das Ganze. Ich habe jetzt auch irgendwo die ganze Zeit schon die Handy-App eingeblendet. Ich hole es jetzt mal hervor. Ihr seht, Akku ist voll. Das geht bei mir auch immer mega schnell. Wenn ihr mal kurz hier reinschaut, dann haben wir, laden. Na toll. Dann war der Akku schon voll um 12 Uhr mittags. 12.20 Uhr ungefähr war der Akku voll. Und kurz danach, 12.16 Uhr ungefähr voll. Und 10 Minuten später ist dann der Bypass angegangen. Und seitdem geht alles an überschüssiger Energie ins Hausnetz. So, jetzt möchte ich aber mal kurz mit euch eine Kleinigkeit mir anschauen, und zwar so ein kleines Zwischenfazit. Die Anlage läuft jetzt ungefähr 5 Wochen. Wir können es jetzt gleich auch detailliert sehen, glaube ich, wie viel wir denn gespart haben. So, ihr müsst jetzt bedenken, bei mir, ich habe eine dicke Solaranlage auf dem Dach. Tagsüber habe ich sowieso abgedeckt, meinen Tagesbedarf. Das wäre bei euch noch zusätzlich. Ja, ich gehe jetzt nur davon aus, was mir der Akku an Ersparnis gebracht hat. Also es wäre ja bei euch der gleiche Fall, wenn ihr vorher eine Balkonkraftanlage habt. Habt den tagsüber schon abgedeckt und der Überschuss wäre ins Netz gegangen und wäre verschenkt worden. Das spart ihr ja jetzt zusätzlich, wenn ihr euch so ein System anschafft. So, wir schauen da jetzt mal rein. Und zwar, wir können mal kurz gucken, seit wann das Ganze jetzt noch mal genau läuft. Gesamte Lebensdauer. So, Tage. Dann kann ich es euch nämlich genau sagen. 2.7. Und das war aber spät abends. Also ab dem 3.7. ist es im Prinzip einmal komplett gelaufen. Wir schalten jetzt mal nur die Batterie. Da sind reingegangen 123 kW. Ich hole mir mal gerade meinen Laptop her und schmeiß da den Taschenrechner an. So, das sind 123 kW. Bei mir sind es im Moment mal 28 Cent. Da sind wir bei 34,44 Euro. So, jetzt muss ich aber noch berechnen. Vom Stromnetz habe ich geladen 68,45. Also 34,44 merken wir uns mal.
68, 45 mal 0,14 sind 9,58 Euro und 34,44 minus 9,58 Euro. So, dann ist meine Ersparnis in gut 5 Wochen liegt jetzt bei 20 Euro, die nur über den Akku geschehen sind, die ich nicht gehabt hätte, wenn ich den Akku nicht gehabt hätte. Ich habe 7 kW, also sprich 3x AB 2000 und einmal AB 1000. Und ja, die Ersparnis beträgt jetzt im Moment für mich 24,86. Bei euch wären es dann, ja okay, bei euch wäre das ein bisschen anders zu rechnen, wenn ihr keine Photovoltaikanlage auf dem Dach habt. Dann könntet ihr quasi rechnen, alles was in den Akku rein bzw. rausging, ist für euch reine oder komplette Ersparnis. So, ich hoffe, das System läuft jetzt mit den ganzen neuen Updates, die seit, wie gesagt, 2 Tagen draußen sind. Zumindest bei mir wurde es erst vor 2 Tagen angezeigt. Jetzt noch besser und vernünftiger. Ich bin sehr froh, dass das Überschuss-Einspeisen jetzt funktioniert, weil ich habe die Balkonkraftanlage, also die zusätzlichen Platten, die am Hub 2000 hängen, als Solaranlage angemeldet. Und wenn diese 2 Platten bzw. 2 Phasen komplett blockiert werden, also sprich nichts mehr ins Netz geht, ist das ja für mich auch verlorenes Geld, weil ich kriege ja noch Einspeisevergütung. So, und deshalb erfreut es mich sehr, dass jetzt der Bypass sich einschaltet nach einer gewissen Zeit, wenn der Akku voll ist und der Überschuss ins Netz geht und für mich in meinen Augen halt verkauft wird. Ja, wenn ihr Fragen zum System habt oder so, dann haut die gerne in die Kommentare. Ich würde die euch gerne beantworten. Ansonsten kann ich nur noch sagen, klicken, liken, abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.